Ho, ho, ho. Kinder, die bisher keine Angst vorm Weihnachtsmann hatten, können sich hier Respekt einflößen lassen. Ja, und wenn die Windel dann wieder gewechselt ist, kann man dahinter über einen riesen Weihnachtsmarkt bummeln. Und der reicht von der Spitaler Straße über den Gerhard-Hauptmann-Platz bis rund um die Jakobikirche. Aber das Glühweintrinken hier in der Spitaler Straße ist nicht wirklich gemütlich. Es ist einfach viel zu viel los. Es sieht ständig so aus, als wäre ein Bus gekommen. Sehen Sie? Aber dafür gibt's hier für Geschenkejäger und Sammler vieles zu entdecken. Man muss nur manchmal genau hinsehen. Auch ein super Geheimtipp ist hier Misteln aus dem Elsass, denn den Mistelzweig kann man super als Vorwand nehmen, um neue Bekanntschaften zu schließen. Ich jetzt sammeln, Mensch, mach, Baby! Ah! Hier beim Mönckebergbrunnen kommt der Glühschnaps aus einem riesen Weihnachtspyramiden-Apparillo. Aber schmeckt der Glühwein überhaupt, ist die Frage. Ich kann das nicht ausprobieren, ich bin im Dienst, aber ich hole mir andere Opfer. Was meinen Sie, Punktesystem 1 bis 6, wie in der Schule, wie schmeckt Ihnen der Glühwein? Eine gute 2. 1. Eine 1? Ja. Befriedigend. Eine 3. Mir schmeckt das sehr lecker und ich würde die Note 2 geben. Eine 2. Ich kann gutes Gewissen eine 2 drauf sagen. Ja, das Ergebnis des Glühweintestes hier am Mönckebergbrunnen. Also mir und meinem Hamster schmeckt der Glühwein super. Ich persönlich würde der Gesamtnote 2 auch einen Stempel draufsetzen. Für mich müsste nur ein bisschen mehr Zucker rein, damit es eine 1 wird. Dann knallt er natürlich auch ein bisschen mehr. Frage ich am besten mal meinen Kameramann. Sag mal, Axel, nimmst du mich heute im Auto mit nach Hause? Oh, okay, er nickt. Dann kann ich nochmal einen Schluck nehmen. Prost. In der Vorweihnachtszeit erzählen sie immer alle, sie hätten Grippe. Jetzt verstehe ich das erst. Solche Figuren kann man mit viel Fleiß und Übung auf dem Weihnachtsmarkt auch selber machen. Und das geht auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz. Dort gibt es nicht nur anheimelnde Budengassen, sondern auch reichlich Action zum Mitmachen. Du praktizierst hier das Schauhandwerk. Was ist denn das überhaupt? Das ist altes, traditionelles deutsches Kunsthandwerk. Wir versuchen den Leuten zu zeigen, wie es vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren noch wirklich ausgeführt wurde. Was das für harte Arbeit ist und wollen weg von diesem Geiz ist geil. Also, ne, dass die Leute sich wieder Zeit nehmen für altes deutsches Handwerk und auch mal ein bisschen wieder in sich reingucken und reinhören. Hier kann man ja auch mitmachen. Ich sehe hier die beiden hämmern da ganz ordentlich. Oh, fast einen Stein abgekriegt hier. Also, was machen die gerade? Die machen einen kleinen Zimmerbrunnen, haben wir jetzt rausgekriegt. Also wir haben einfach angefangen und jetzt habe ich gesehen, das wird ein Brunnen. Ganz einfach. Und die Jungs haben da richtig Lust drauf und merkst ja, haben sie noch nicht einmal auf den Finger gehauen. So, ich glaube, die machen das weiter. Du. Super, also kann jeder hier im Publikum einfach mal ein bisschen anfassen und mitmachen. Halt, von 2 bis 90 Jahre ist gar kein Problem. Wir machen auch verzaubert, Behinderte, ist alles gar kein Problem. Hier gibt es ja auch das Kinderbastelhaus. Hier können die Kleinen schon mal in Serienproduktion gehen. Oh. Während die Eltern sich hier ins Getümmel stürzen und nochmal den Rest des Weihnachtsmarktes auschecken. Liebe Kinder, falls ihr immer noch Angst habt vor dem großen bösen Weihnachtsmann am Anfang der Spitaler Straße, guckt euch das ein bisschen an, dann werdet ihr nie wieder Angst vor dem Weihnachtsmann haben. Und auch vor dem Weihnachtsmarkt brauchen sich gerade die Kleinen nicht zu fürchten. Fürs Schauhandwerk und Bastelhaus geben wir eine Note 1,5. Die Atmosphäre ist auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz sicherlich gemütlicher als in der Spitaler Straße, aber insgesamt durchwachsen, Note 3. Der Glühwein am Mönckebergbrunnen überzeugte, Note 2.